Moin, moin, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ich wusste jetzt nicht, wie dieses Team hier anfängt. Das wurde mir nämlich geschickt. Das ist aus Tohu. Na toll, jetzt fragt mich aber nicht, aus welchem Teil von Tohu das wieder war. Aus Tohu ist das, ne? Das ist irgendwie so ein Level 4 Boss, keine Ahnung, Theme. Ja, ich weiß, es ist sehr professionell, so genau zu wissen, was man gerade hört, aber wenn es euch wirklich interessiert, dann könnt ihr auch gern fragen. Oder am besten, der Ninsama schreibt es einfach in die Kommentare, der hat mir das nämlich geschickt. So sieht's aus. So, was machen wir heute in Minecraft? Ach, es ist eigentlich viel zu früh zum Aufnehmen. Es ist erst 20 nach 8 morgens. Ja, morgens, muss man dazu sagen. Und ich bin aber ein bisschen sehr viel gestresst. Deswegen muss ich jetzt aufnehmen, sonst habe ich den ganzen Tag keine Möglichkeit mehr. Sehr schade, aber tja, was willst du sonst machen? Aber das soll ja jetzt nicht eure Sorge sein. Ich dachte, jetzt haben wir viel Holz. Nee, deswegen gehe ich Richtung Berglandschaft wieder. Ich dachte erst, wir hätten jetzt vielleicht die Möglichkeit gehabt, unser Lager endlich mal fertig zu bauen. Aber ich habe jetzt keine Lust, Holz zu farmen. Ganz ehrlich, dafür bin ich nicht aufgestanden. Wenn ich für was aufgestanden bin, dann vielleicht entweder eine Minentour, aber da bin ich jetzt wahrscheinlich noch zu unaufmerksam für. Oder aber besser, schöner und angenehmer für eine Runde Berghütte basteln. Ne? Hehehe. Jetzt merke ich gerade, ich habe schon meinen Timer nicht gestellt. Klasse Sache. Aber das lässt sich noch aushalten, weil es eh noch nicht so ein langer Part ist bis jetzt. Dann ist es okay. Ja, also ich, wie gesagt, ich muss heute relativ früh aufnehmen, weil ich gleich zur Uni muss und dann auch noch jede Menge Zeug auf meiner To-Do-List stehen habe. Und das ist ein bisschen eklig und das wird sich auch in den nächsten Tagen nicht bessern. Ich habe es ja schon im letzten Part gesagt, dass es ein bisschen, ja, jetzt gerade diese Woche sich trubelt und die nächste. Deswegen muss ich jetzt leider auch hier mal kurz sagen, dass es sein könnte. Das würde mir furchtbar leid tun, aber es könnte passieren, dass ich nächste Woche weniger hochlade, als meine normale wöchentliche Upload-Menge beträgt. Vielleicht nur, also Portal 2 wird auf jeden Fall kommen. Ich weiß nicht, ob ihr das guckt. Ich seid ja jetzt hier nur in Minecraft. Das ist immer ein bisschen blödsinnig, in Minecraft oder in irgendeinem Projekt über meine anderen Projekte zu reden. Aber ich mach's an dieser Stelle trotzdem mal. Also es könnte sein, dass Minecraft nächste Woche vielleicht nicht gerade ganz ausfällt, aber vergleichsweise weniger kommt. Ich will jetzt auch noch keine eindeutige Ankündigung machen. Wenn da sowas passieren sollte, werde ich das nochmal separat sagen. Aber es könnte halt sein, dass Minecraft gekürzt wird in der nächsten Woche und ihr dann vielleicht mal eine Woche auf meine Minecraft-Parts verzichten müsst. Ich hoffe das auch nicht, also ich werde mein Bestes geben, das zu verhindern, aber vielleicht klappt das nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und genau das gleiche gilt übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das Projekt verfolgt, das ist ja schon etwas älter, für Wario Land 2 mit dem lieben Rushed. Das wollte ich ja eigentlich, habe ich im letzten Part gesagt, am Wochenende aufnehmen. Da muss ich aber mal schauen. Es liegt jetzt hier doch mehr an, als ich gedacht hatte. Also ich nehme jetzt an zwei verschiedenen Tagen auf. Vielleicht fällt euch das auch auf. Also verglichen mit dem letzten Part. Und deswegen muss ich es jetzt erstmal ein bisschen ruhiger angehen lassen, was Projekte betrifft. Weil Prioritäten und so, ihr müsst euch das so denken, solange ich jetzt, ja, sagen wir mal, ich ziehe aus Let's Plays nichts raus, das ist ein Hobby und das Hobby sollte ja in der Regel neben Sachen wie Uni oder Schule, in eurem Fall vielleicht auch noch, erstmal ein bisschen zurücktreten. Ist, denke ich, für alle verständlich und von daher weiß ich gar nicht, warum ich da jetzt so eine große Sache draus mache. Ich wollte einfach nur mal gesagt haben, weil ich ja eigentlich sogar im Urlaub hochgeladen habe und von daher dachte ich, man könnte es mal erwähnen. So, mittlerweile läuft hier übrigens das Abspannthema aus Resident Evil 4. Ja, das fand ich immer, ist ja schon mehrmals in diesem Part, in diesem Projekt gelaufen, aber das finde ich immer noch cool, vor allem den zweiten Teil davon, wenn die Geigen einsetzen. Aber, ja, werdet ihr ja dann mehr können. Ich habe jetzt erstmal hier diese schöne Farm abgegriffen, da habe ich ja richtig schön viel Kritik für bekommen. Habe ich, glaube ich, im letzten Part schon mal kurz erwähnt, dass ich so viel Scheiße mit der Farm gebastelt habe. Ey, Scully, voll der Idiot. Ja, aber ist ja auch richtig, also habt ihr ja recht. Bin voll der Idiot gewesen, was das betrifft. Darf man ja auch mal sagen, solange man es nicht so ganz furchtbar ernst meint, finde ich, das ist nicht so schlimm, ne? Ich nicht. Joa, also jetzt sind wir wieder hier bei unserer, ja, Hütte ist vielleicht fast übertrieben zu sagen, aber bei unserer etwas ausplanierten Höhle. Das ist ja schon mal ein bisschen was, ja. Was packen wir denn jetzt hier rein? Ja, das können wir erstmal mit dem Eisen, alles andere brauchen wir nicht.
brauchen wir vielleicht. So, diese Hauptraum, wie gestalten wir den? Das habe ich mir noch nicht so genau überlegt. Ich dachte, man könnte vielleicht hier oben nach dieser Eingangstreppe erstmal eine Halle machen, eine Wand machen und dann eine schöne Halle, die dann auch wieder mit einer Treppe natürlich versehen ist, weil irgendwie alles hier eine Treppe braucht und die führt, diese Treppe führt dann zum einen zu dieser Tür hier. Zum anderen führt die Treppe aber auch zu meinem Schlafplatz, der ja hier hinten ist. Ja, der ist da noch nicht so ganz perfekt, aber ist schon nicht schlecht. Und natürlich auch zu meinem schönen Aussichtspunkt hier. Das meinte ich jetzt übrigens mit dem Geigeneinsatz vorhin. Ich denke, so machen wir das. Also werde ich jetzt erstmal da unten diese Treppe in Anführungszeichen wieder zurechtbiegen. Es wird jetzt wieder auch vielleicht nur ein paar Parts. Es wird so eine Work-in-Progress-Geschichte, diese Berggeschichte hier, die ich da schon seit einigen Parts mache. Einfach deshalb, weil ich, ja, da nicht so viel Lust drauf habe, das die ganze Zeit zu machen. Ab und zu ist das immer schön, aber man muss auch immer wissen, woran man gerade ist, worauf man gerade Lust hat. Das ist so meine Meinung und das ist in Minecraft ganz besonders wichtig. Wenn man da die ganze Zeit nur Sachen macht, die keinen Spaß machen, dann kann man das Spielen eigentlich lassen. Und das wollen wir ja nicht. Holz. Habe ich Holz? Habe ich irgendwo Holz? Ja, ein bisschen haben wir. Sehr schön. Können wir da die erste Wand schon mal durchziehen? Das freut uns doch wirklich senkelig. Sehr coole Geschichte. Ich hatte übrigens gestern eine ausgeprägte Diskussion mit dem Mettbaron darüber, ob Senkel mittlerweile jetzt ein Schimpfwort, also ein Schimpfwort, etwas Negatives oder etwas Positives ist. Also als ich zum ersten Mal das Wort Senkel verwendet habe in meinen Videos, sagen wir es mal so, da war Senkel was Negatives, ja. Aber mittlerweile heißt, wird Senkel ja auch schon, also zwischen Maddie und mir jetzt unter anderem, auch zwischen anderen und mir, eigentlich immer, ja, also ich verwende Senkel mittlerweile auch in der Bedeutung, dass es was Positives ist. Ey, du bist so ein Senkel, ich lieb dich. Ja, das ist doch auch, könnte man ja auch so zu sagen, so formulieren. Und dann weiß ich gar nicht mehr, ob ich jetzt Senkel heutzutage noch als was Negatives bezeichnen würde. Eigentlich ist Senkel doch, Senkel ist einfach erstmal ein tolles Wort. Das ist mal das Wichtigste, was wir jetzt hier am Anfang feststellen können. Aber Senkel ist vielleicht mehr als das. Hat Senkel vielleicht eine ambivalente Bedeutungsebene? Steht Senkel vielleicht als Stellvertreter dafür, dass unsere Sprache sich durch die Zeit hinweg permanent verändert und so Worte in ihrer Bedeutung variiert werden? Ich weiß es nicht, Leute. Das könnten wir mal einen Philologen fragen oder einen Linguisten. Ich weiß nicht, an welcher Adresse wir da richtig wären. Aber ich kann euch da genauso wenig zu sagen wie ich. Ja, das ist jetzt nicht so eine richtig tolle Vergleichsweise gewesen. Nö, aber Senkel ist auf jeden Fall ein tolles Wort, das werde ich auch weiterhin verwenden. Wurde ja mir sogar schon mal gesagt, was ist eigentlich ein Senkel? Meine ich ja, moin Tag, ein Senkel, das ist das Gegenteil vom Rallye. Ja, was ist ein Rallye? Ja, weißt du doch, das Gegenteil vom Senkel. Ist so. Nee, Senkel und Rallye, das sind so Wörter, da möchte ich an dieser Stelle mal sagen, auch für alle Neuen, die da zuschauen. Das sind, oder Senkel ist ja nicht mal eine Wortschöpfung von mir. Senkel ist ja im Prinzip ein existentes Wort im Sinne von, ja, ich bind mir die Schuhe zu. Aber Senkel habe ich, weiß nicht, habe ich das erfunden als Beleidigung? Ich meine, Säckel ist ja ein existentes Wort, das kennen wir ja alle. Oder wahrscheinlich zumindest diejenigen, die aus dem Schwabenland kommen. Oder kommt das ja aus dem Schwäbischen? Schwabenland? Keine Ahnung, wo das herkommt. Leute, weiß ich nicht. Müsst ihr wissen. Also, Senkel und Säckel sind zwei verschiedene Dinge. Wichtige Geschichte. Wichtige Unterscheidung vor allen Dingen. Aber ich glaube, Senkel, zumindest ist mir nicht bewusst, dass ich das Wort jetzt von irgendwie übernommen habe. Von daher, Senkel und Rallye sind so zwei Wortschöpfungen jetzt mal in meinen Augen von mir als Beleidigung oder Kompliment. Und da darf man nicht unbedingt nach der Bedeutung fragen, gell? Da wurde ich jetzt schon mehrmals gefragt, sag mal, Scully, was ist eigentlich ein Rallye? Was redest du da? Was macht das für Sinn? Ein Rallye, das gibt's doch gar nicht. Ja, doch klar, ich bin ein Rallye. Ja, Rallye reimt sich einfach nur auf Scully, das ist der Ursprung davon. Sehr einfach. Ich habe nämlich früher, als ich meine Mikrofoneinstellungen getestet habe, das ist schon so lange her mittlerweile, immer ins Mikrofon gebrabbelt, moin, ich bin der Scully und bin ein echter Rallye. Und das hat sich dann irgendwann so eingebürgert, habe ich mich dann mir irgendwann so angewöhnt, dass ich schon angefangen habe, so Leute in Skype-Konfis zu begrüßen. Und ab da war dann für mich klar, Rallye ist ein tolles Wort.
Jetzt muss ich erstmal da dieses Loch stopfen, aber das machen wir mal von außen besser. Damit wir da nicht wieder so einen komischen Erdblock in der Mitte drin kompromittiert haben. Das sieht nämlich kacke aus. Jo. Sinkel und Rally. Das sind tolle Wörter. Muss man sagen. Und ja, ach so, ja, geiler Hengst wurde ich auch mal gefragt. Wo kommt denn das eigentlich her? Das ist wiederum eine, ja, noch eine bessere Frage. Geiler Hengst. Ach, das ist noch eine Frage für sich. Allerdings, du. Der geile Hengst ist eigentlich eine Wortschöpfung, oder, na, Wortschöpfung ist es nicht, aber eine Bezeichnung, die ihren Ursprung im Sprachgebrauch von Tobi findet. Tobi kennt er ja vielleicht noch, der hat Scrotum Quest gebastelt. Und wir beide haben mal aus Scheiß ein Lied geschrieben. Und der Refrain war, Scanny, Scanny, Scanny ist ein geiler Hengst. Okay, ich weiß nicht, ob die Melodie stimmt, weil das ja jetzt auch die Melodie aus meinem Kanaltrailer ist. Aber im Prinzip war das der Refrain und den hat der Zwiebellotter geschrieben. Und seitdem war das mit dem geilen Hengst dann auch irgendwie geboren. Dämliche Geschichten, aber lustig. Oh, Tohu läuft schon wieder. Das Doofe ist, ich sehe ja, welche Titel abgespielt werden, aber ich habe mir hier jetzt nicht hingeschrieben, welcher Teil von Tohu das ist. Beziehungsweise schon das, aber ich habe mir das, bin ja sehr, sehr ordnungsfanatisch und habe mir jetzt nicht die Nummer hingeschrieben. Ich habe nicht Tohu 5 oder so hingeschrieben, sondern bei mir steht Tohu Sangetsuzai. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ich zucke gerade, ja, unwissend mit den Schultern. Tohu Sangetsuzai, das wird sicher erstens mal anders ausgesprochen, aber das ist ja was für die Japano-Freaks unter euch. Ich kenne mich da nicht so aus. Aber ich habe auf Wikipedia geguckt und mir bei jedem Part von Tohu immer den Hauptnamen rausgeschrieben. Das fand ich sinnvoll. Ich bin so, was meine Musik-Playlist angeht, auch wirklich übertrieben fanatisch, was die Ordnung betrifft. Das geht nicht zum Beispiel, dass ich Zelda Link's Awakening zweimal drin habe und davon einmal mit einem Bindestrich zwischen Zelda und Link's Awakening und einmal mit einem Komma oder einem Doppelpunkt. Das geht nicht. Es muss alles einheitlich sein. Das ist mir ganz wichtig. Und dann muss es auch wirklich über flächenübergreifend und spielübergreifend einheitlich sein. Das heißt, wenn ich Zelda Link's Awakening mit Bindestrich schreibe, muss ich auch Zelda Wind Waker mit Bindestrich schreiben, etc. pp. Solche Sachen. Jetzt ist manchmal ein bisschen scheiße, wenn ich das nicht machen würde, hätte ich es in mancher Hinsicht stressfreier, einfach deshalb, weil ich dann einfach nur die Tracks runterladen könnte, die ihr mir schickt oder auch die ich will und ja, einfach so in die Playlist stopfe, aber ich finde das schön, das ein bisschen ordentlich zu haben. Jo, definitiv. So, wie machen wir jetzt weiter hier? Ich würde sagen, wir machen die Decke. Das ist eine gute Frage, wie machen wir das denn? Also ich denke, das hier können wir vielleicht auch so noch ein bisschen anpassen. Dass wir das so als Empore praktisch hier noch machen. Denn es macht irgendwie für mich so wenig Sinn, da so eine komische Eckigkeit drin zu haben. Die Frage ist, kann ich hier noch zwei Blöcke nach hinten? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist das nicht vorgesehen. Na gut, dann lassen wir hier mal so die natürliche Form ein bisschen bestehen. Dann haben wir hier wenigstens, ja, das alles ein bisschen naturbelassen gelassen. Ja, naturbelassen gelassen. Sassen. Schaschen? Ja. Nee, das finde ich gar nicht so schlecht. Ich habe mir extra deswegen eine Höhle rausgesucht. Wenn ich das nicht so machen wollte, hätte ich mir auch einfach jede Menge Cleanstone craften können und dann irgendwo hinkleistern. Aber das wollte ich ja nicht dieses Mal. Dieses Mal nicht. Einmal reicht. So, da muss da jetzt Cleanstone hin? Ja, da muss Cleanstone hin. Und das können wir ja dann später nochmal mit Erde überdecken. Ich würde jetzt gerne dieses Theme noch ablaufen lassen. Da, apropos ablaufen, da habe ich aber auch gleich noch eine Geschichte zu. Dieses Theme lasse ich gleich noch ablaufen, aber dann reicht's auch erstmal. Dann ist der Part vorbei. Ja, also ablaufen, die Geschichte. Ich bin ja eigentlich ein Teetrinker, wisst ihr ja. Aber an so Tagen, wo ich früh aufstehe, da muss ich auch einen Kaffee haben, sonst klappt das nicht. Einfach, ich weiß nicht wieso, aber Kaffee hat für mich nochmal eine stärkere Wirkung als Tee. Liegt das am Koffeingehalt? Liegt das daran, dass Tee Tein enthält und Koffein stärker ist? Oder liegt es einfach daran, dass ich mittlerweile an Schwarz- und Grüntee so sehr gewöhnt bin, dass ich da nicht mehr so wirklich wach durch werde, weil früher hat das mit Tee wunderbar geklappt, aber mittlerweile geht das nicht mehr. Wie auch immer, ich habe mir einen Kaffee gemacht und den trinke ich auch gerade so nebenher, aber das merkt ihr hoffentlich nicht. Und ja, ich
bin jetzt nicht so der Typ, der seinen Kaffee schwarz trinkt. Das würden jetzt viele meiner Freunde sagen, was, Galli, du müsstest doch als am ehesten deinen Kaffee schwarz trinken. Ja, stimmt wahrscheinlich, aber mach ich nicht. Und deswegen habe ich da schön Milch reingepackt. Habe aber natürlich nicht drauf geachtet, dass die Milch seit 2 Wochen abgelaufen ist. Wisst ihr? Und ich habe jetzt nicht so eine schöne Kaffeemaschine, wo ich einfach auf den Knopf drücke. Nein, ich habe mir eine Tasse Kaffee gemacht. Schön aus der so einer Kanne, wie heißt hier, diese Presskanne, wo man oben auf so einen Hebel drückt. So, dass alles schön jetzt mit diesem Kaffeesatz voll war. Und dann war die scheiß Milch schlecht. Also, das ist so eine Kacke. Ich weiß, dass euch das gar nicht interessiert, aber ich musste jetzt gerade mal meinem Ärger Luft machen. Das hat mich meine ganze Zeitplanung und Koordination durcheinander gebracht. Das ist jetzt so... Das hat mir den Morgen ruiniert. Dann weiß man schon, da ist alles gelaufen. Na gut, Leute, aber jetzt ist auch alles gelaufen, was hier mit diesem Part zu tun hat. Das war jetzt vielleicht nicht der rhetorisch anspruchsvollste Part, aber muss auch mal sein. Auf jeden Fall wird's nächste Mal wieder weiter hier gehen. Ich will zumindest diese Vorhalle in den nächsten, in dieser Aufnahme oder in den nächsten Folgen fertig bekommen, damit ich immer mal wieder so ein bisschen auch Fortschritte in meiner Bergbaugeschichte habe. Nun denn, Leute, ich denke, das ist jetzt, für heute genug. Ich hoffe, dass euch doch das Video gefallen hat und wenn dem so ist, würde ich mich wie immer sehr über einen Kommentar oder eine nette Bewertung freuen. Und ja, ich hoffe, euch morgen wieder in Minecraft begrüßen zu dürfen. Bis denn und macht's mal gut, ne? Tschüsselkowski.